Schon knapp zwei Stunden vor dem Anwurf kommen die ersten Zuschauer in die Korschenbrucher Waldsporthalle. Keiner will das Lokalderby zwischen dem TVK und der HSG Düsseldorf verpassen. HSG-Trainer Georgi Sviridenko muss neben Jens Sieberger und Ferro Sult auch auf Kreisläufer Patrick Völser verzichten. Beim österreichischen Nationalspieler wurde am Morgen vor dem Spiel eine Hornhautentzündung diagnostiziert. Der HSG fehlen im Nachbarschaftsduell also drei absolute Stammspieler. Aber auch der TV Korschenbruch ist von Verletzungssorgen geplagt. Dennis Marquardt fällt bis zum Saisonende aus. Nur kurz nach dem Anwurf bringt Philipp Pöter die HSG 1:0 in Führung. Die Antwort der Hausherren lässt aber nicht lange auf sich warten. David Breuer hat viel Platz und gleicht aus für den TVK. Beim Spielstand von 3:3 erhält Warnke nach diesem Foul an Pöter eine Zeitstrafe. Die HSG kann aus der Überzahl aber kein Kapital schlagen, im Gegenteil. Nowitzkis verliert den Ball im Spielaufbau und den Tempogegenstoß schließt Matthias Deppisch erfolgreich ab. Die erste Führung für die Hausherren und das in Unterzahl. Die TVK-Führung hat aber nicht lange Bestand, Robert Heinrichs egalisiert. Ab Mitte der ersten Halbzeit stehen die Düsseldorfer in der Deckung etwas besser. Und wenn die Korschenbrucher doch einmal durchkommen, ist Almantas Savonis zur Stelle. Aufgrund der dünnen Personaldecke sind die Düsseldorfer um einen ruhigen Spielaufbau bemüht. Sie versuchen nicht, überhastet abzuschließen. Über Mike Makowka und Robert Heinrichs kommt der Ball zu Frank Berblinger. Der Rechtsaußen trifft zum 6:5. Kurze Zeit später erzielt Heinrichs mit seinem Treffer zum 7:5 die erste Zweitore-Führung in diesem Spiel. Der TVK, der immer wieder durch die schnelle Mitte zum Erfolg kommen will, hat in dieser Phase des Spiels nicht unbedingt das Glück auf seiner Seite. Zwar bekommen sie hier einen 7-Meter zugesprochen, doch David Breuer, der vor dem Spiel seinen Vertrag um ein Jahr verlängerte, scheitert an Almantas Savonis. Die Korschenbrucher Schwächephase nutzen die Düsseldorfer, um sich abzusetzen. Durch zwei Tore von Baldas Nowitzkis und kurze Zeit später einem von Mike Makowka bauen die Gäste ihre Führung auf 3 Tore aus. Dann zieht TVK-Trainer Khalid Khan die Reißleine und versucht sein Team durch eine Auszeit wieder auf Kurs zu bringen. Mit Erfolg. Kurz nach Kahns Ansprache erzielt Korschenbruch den schönsten Treffer in Halbzeit 1. Den Kempertrick schließt Breuer erfolgreich ab. Korschenbruch nur noch 2 Tore im Hintertreffen. Auch die Zuschauer merken, dass ihr Team jetzt die Unterstützung braucht. Wieder der TVK im Angriff. Simon Breuer kommt frei zum Wurf und verkürzt weiter. Vier Minuten vor der Pause gleicht Deppisch dann zum viel umjubelten 12:12 aus. Die Partie ist also wieder völlig offen. Knapp eine Minute vor dem Seitenwechsel gelingen der HSG dann 2 schnelle Tore in Folge. Zunächst trifft Valdas Nowitzkis. Dann ist Robert Heinrichs in der Abwehr hellwach. Spielt zu Wernicke. Der Linksaußen schließt den Tempogegenstoß erfolgreich ab. Und so steht es zur Halbzeit 15:17.